glaube sehr, dass Hannah Arendt recht hat, die ausführt, dass die Nazis sich selbst nicht verstanden haben. Creo que tengo que darle la razón a Hannah Arendt cuando dijo que los nazis no se entendían a sí mismos. Und dass die die Vernichtung der Juden ihnen selber manchmal unvorstellbar war und sie darum in alte Termini fassen musste, wie wir brauchen die Arbeitskraft oder wir müssen sie als Körper verwerten. Y creo que quizás ellos mismos no llegaban a entender o imaginar lo que era el exterminio y sí lo ponían en términos, eso que estaba sucediendo, en términos que ya eran dados, como tenemos que usarlos para, como fuerza de trabajo. Ich glaube, dass die Verwertung der Körper eher eine Form der symbolischen Missachtung war als ein ökonomischer Prozess. Creo que fue más bien un gesto despectivo, digamos, que, y no tanto un proceso o una razón económica la que llevó a hacer ese uso de los cuerpos. Und ich hatte diese Antigone generell als Überlegungsmodell eingeführt, also auch, was ist mit den Bildern der Opfer, was machen wir mit den Bildern der Opfer, also nicht nur, was machen die Nazis mit den Körpern der Opfer. Y hablé desde un punto de vista general sobre la Antígona para referirme más bien o plantear el interrogante de qué hacemos nosotros también con las imágenes de las víctimas, no solo qué hicieron los nazis con eso. Aber man könnte wahrscheinlich auch diese Körperverwertung, so wie man das mit Tieren macht, die könnte man doch wahrscheinlich in diesem graduellen Prozess der Ausbürgerung und der Rechtlosigkeit, die Nazis mit den Juden vorgenommen haben, da könnte man sie doch mit reinstellen. Pero creo que lo que se podría tomar es ver esto, digamos, dentro del contexto de lo que fue el proceso de quitarle derechos y de quitarles lo que es ser un ciudadano, digamos, a las víctimas.